Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Last Epoch von mir, dem Drago Basler. Ja, ich bin jetzt wieder einige Zeit inaktiv gewesen, also ich weiß nicht, eine Woche oder so, ein bisschen mehr. Ja, es ist nämlich sehr heiß, es ist mir jetzt nicht so angenehm, die Zeit zu finden. Ja, ich bin eher am Streamen gewesen. Ich habe ja jetzt auch ein Minecraft-Projekt, das ich jetzt auch gerne für die Community mache, ein bisschen eher die Konzentration dort habe. Und ja, YouTube ist zwar jetzt momentan auch nicht gerade so, wie soll ich sagen, jetzt gerade mein Spezialgebiet noch. Also ja, ich bin ja lange schon auf YouTube, aber solange kann man eigentlich jetzt mal sagen, dass ich ja, jetzt nicht unbedingt immer einfach die Lust oder die Zeit bekomme, YouTube zu machen. Ich bin mit einem neuen Charakter, ja, kann ich sagen, eigentlich hier so weit, dass ich hier die Quest mit den letzten Idol-Slots gemacht habe. Und ihr seht es wahrscheinlich schon, ich habe auf Blut und mit einem Wolf, der ist jetzt ein bisschen größer geworden, natürlich durch ein Passiv, also ja, Skill-Ding von Passiven, nämlich der hier. Dass man nur noch eintragen sein kann, aber 15% größer ist und der Schaden 85% mehr ist, mit kombiniert mit dem, der das gleiche macht, auch limitiert auf einen Kompagnon. Jetzt bin ich dann auf dem Weg, hier noch Entgängling Roots zu nehmen. Und was ich eigentlich genommen habe, ist auch Gift. Und ja, Attack Speed ist ja noch dabei. Hier auch Ocean Maw, damit wir noch ein bisschen mehr als Back of the Shark haben, was ich auf Level 1 gelassen habe. Und ja, das ist die Companions natürlich auch noch Aspect of the Shark bekommen. Also Aspect of the Shark und Aspect of the Viper sind sozusagen die Punkte, die jetzt eigentlich am wichtigsten sind. Defensiv habe ich mich jetzt nicht so angestrengt, obwohl man das eigentlich in Last Epoch sehr machen muss. Das Problem ist ja einfach, dass Monster extrem skalieren, also dass sie dann plötzlich fast one-hitten können oder sonstige unscheinbar starke Sachen machen können, wie zum Beispiel sich gut heilen oder gut ausweichen und so weiter. Und deshalb muss man natürlich auch ein bisschen defensiv sein. So, Movement Speed und Damage ist eigentlich nicht schlimm. Das nervt natürlich ein bisschen mehr. Ich habe jetzt schon 7 Concrete. Bin eigentlich noch nie gestorben hier bei Monolith of Fate. Was ich bin, ist aber ja in Akt 7. Die erste Quest mit diesem Schamanen und dem anderen, glaube ich, Berserker, diese zwei Bossen, die sind im Nahkampf eigentlich fast nicht machbar. Die machen viel zu viel Schaden im Nahkampf. Mit den Kometen, die runterkommen. Und was ist das? Ja, sind hier so Steine, also eben Kometen. Und ihr seht es, ich kann eigentlich alles voll tanken, auch wegen Ding absaugen, also Life Leech Leben absaugen, genau auf Deutsch. Und ich habe übrigens ja zum Beispiel Black Beer Stuff gefunden, eines der stärksten Unix. Und sonstige Sachen wie zum Beispiel noch eine Rüstung, die Beschwörungen hilft, also eigentlich Beschwörungen, sondern Verwandlungen, also Formen unterstützen. Und genau, das ist auch mal gut, weil eventuell können wir das auch mal für ein Bild benutzen. Was ich noch gespielt habe, ist ein Sentinel Forge Guard mit Reflect Minions. Das sind diese Beschwörungen von irgendwie so einem Amboss Skill zum Beschwören von Schwertern oder anderen Waffen, je nachdem, was man passiv da verändert hat im Skillbaum von den Skills, also Skillbaum. Ne? Ja, sterben. Also, ihr seht, eigentlich bin ich zufrieden. Also, es ist wirklich ein zäher Bild. Der andere war jetzt nicht so zäh, also, er war schon zäh wegen den Blocken. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, der Damage, also, es ist so. Ja, Reflect-Beats sind eigentlich immer so, entweder du machst viel Schaden, weil die Minions die Gegner tun viel Schaden machen, oder sie machen gar keinen Schaden und ich kann sie lange nicht killen. Das ist ein bisschen schwer zu sagen, sorry, dass ich das jetzt so komisch gesagt habe.
Also Reflekt ist davon abhängig, wie viel Schaden und wie oft die Gegner Schaden machen. Und da ich noch nicht alle Idole habe mit Reflekt, die ich brauche, also 4 Idole, die lange sind und ganz ausfüllen, kann man ja hier rein tun. Also 4 lang, 4 breit, ja 4 breit eher, aber lang halt auf die Seite, so hin platziert, gibt ungefähr 4x30 Reflekt Damage. Reflekt einfach. Und genau das ist so etwas, was ich jetzt noch farmen muss. Und dann werde ich den Skill mit euch vorstellen. Der ist nämlich jetzt gerade auch so ungefähr Level 50, wie ich meinen habe. Ja, Level 50. Und der ist einfach langweilig zum Zeigen. So langweilig. Also immer out of mana. Ah, Forge Strike ist es, glaube ich, oder? Nein, Forge Strike, oder doch? Ich kenne den Skill jetzt vom Namen nicht, aber ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wenn ihr das seht und vielleicht nachbauen wollt. Einfach schauen, dass ihr die Idole zuerst habt mit Minion-Reflektion. Weil Eigenreflektion ist jetzt nicht so gut, weil man ja sehr defensiv sein muss. Reflekt ist ja abhängig von dem, was die Gegner uns Schaden machen. Und das können die Minions besser. Weil die Minions können sterben. Die sollen ja auch sterben. Die Reflekt-Minions, die machen ja nicht viel Schaden und sind nicht lange aktiv, weil sie einen Sterbe-Cooldown haben, sozusagen, also nur kurz leben. Und dann spawnt ihr einfach immer wieder diese Minions durch diesen Angriff und habt, das ist jetzt eine schlechte Kombination, aber Bleed on Hit ist es schon echt gut. Und dann tut ihr einfach da immer diese Angriffsdachen, dann werden zu 40%, wenn ihr gut geskillt habt auf Level 20 den Skill, zu 40% werden einfach pro Hit, also der Angriff ist ein AOE und hat mehrere Hits an Gegner, tut ihr einfach da auf den Gegner ziehen, damit natürlich die Hits auch kommen, die beschworen werden, und die Waffen, also das sind Schwerter in der Grundform, können auch Speere oder so sein oder Äxte, werden dann einfach vom Gegner erledigt und die Gegner bekommen dann Schaden, weil sie ja reflektieren. Und das ist das Coole, weil das skaliert so gut im Endspiel, aber da müsst ihr einfach bereit sein. Und ich bin ja natürlich jetzt nicht immer der Vielspieler und deshalb bin ich einfach noch nicht so weit. Und ihr werdet das wahrscheinlich auch lange nicht sein, das ist klar. Aber das wäre ein Bild, der momentan gut läuft in diesem Patch. Der wurde noch nicht genervt. Das andere ist ja eben alles mit Blagbier, einem Stab, der dir das Leben wegsaugt. Das Life Drain hat 5%, glaube ich, oder so. Aber dafür die Gegner immer mit Plague on Hit versetzt und so, also sehr viel Giftschaden nachmacht und so. Kann ich nachher zeigen, wenn wir fertig sind mit diesem Level, mit diesem Monolith-Level. Und dann können wir, also wir sind jetzt gleich fertig, das Gebiet ist nicht mehr groß. Und dann können wir ja mal schauen, also es gibt schon mehrere Builds, auch Minion-Builds, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt so gut geht. Es gibt einen der Leech-Builds, wo Giftschaden verbreitet mit Hits, was ja auch Plague und Hit, also nötigt, oder? Und das tut, aber ja, es ist nicht so gut zu spielen. Ich spiele eher Builds, die eigentlich leicht sind. Ich bin ja so ein schnell genervter Spieler, weil ich sonst so viele Action-Rundspiele gespielt habe. Ich muss nicht so besondere Builds spielen. Das ist eher nervig mit der Zeit. Das ist genau das, die Sache. Also ich werde jetzt noch ein bisschen schneller einfach spielen. Ich dachte einfach, weil es leicht ist, kann ich da noch ein bisschen weniger die Sachen spawnen. Mana-Probleme habe ich sonst eigentlich keine, aber es ist halt langweilig, immer die ganze Zeit Tasten zu drücken. Buffs aufrecht zu halten. Ich spiele meistens ohne Buffs. Ich mag Buffs nicht so. Also jetzt einfach momentan ist es ganz schlimm wegen der Hitze, wegen dem starken Schwimmen, Fußballspiel. Es macht schon sehr, ja, dass du einfach ganz wenig machen willst. Du willst eigentlich nicht so hart spielen. Du bist immer müde. Du hast immer eigentlich die Kraft verbraucht für, mit dem vielen Sport, also wirklich aktiven Sport pro Tag, wirklich mehrere Stunden. Und hast du nicht immer das Gefühl, du willst alles machen, wie zum Beispiel Buffen oder Item Farmen oder so. Du spielst die Spiele, weil es eben auch gut zum Farmen gibt, wirklich die Items auch.
umfangreich sind, Jungs Spaß macht und so. Und dann hast du eben das Problem, dass du auch nicht Livestream, Let's Play nicht mehr so richtig gut machen kannst. Aber genau das ist es ja auch. Ich habe jetzt wieder angefangen, öfters zu Livestreamen, also jeden Tag zu Livestreamen. Und jetzt kommen die Leute wieder. Ich bin halt auch ein bisschen abhängig, dass wenigstens ein paar Leute zuschauen und auch Let's Plays schauen. Und dann seht ihr einfach auf Twitch und die Parts werden manchmal hochgeladen. Also ich tue jetzt einfach die wichtigen Projekte hochladen auf YouTube. Also, wenn ihr mich sucht, ich bin auf twitch.tv/dragobasler aktiv. Crit und Channeling nehme ich mit. Ist zwar jetzt nicht so eine Kombination, aber naja. Und ihr merkt vielleicht, ich bin nachher erholter. Also, ihr müsst nicht denken, Livestreams und Let's Plays machen mich müde, sondern der Sport macht mich müde. Aber irgendwann habe ich vielleicht Sport, Erfolg im Sport und möchte dann natürlich auch, ja, das auch dann in den Livestreams und Let's Plays weiterbringen. Oder wenn man immer mich kennt. Mich kennt halt einfach kaum jemand, weil ich nicht viel Werbung mache und nicht immer sehr aktiv sein kann. Ich habe ja so eine Stresskrankheit, wo der Stress nicht so abbaubar ist. Es einfach nicht so richtig funktioniert. Und deshalb, ja, bin ich natürlich jetzt auch nicht so der erfolgreich. Aber kann man nichts machen. So, hier ist der Plague Beer Stuff. Ihr seht, Plague Effect, Poison on Hit auch. Chance Inflicted Bleeding, Poison on Hit, Blinding Poison on Hit. Und eben 5 of Current Health Drained per Sekunde. Aber das hat der Leash eigentlich gut, also je nach Skillung. Man kann ja da ganz sehr viel drainen bei der Skillung, beim Ding. Da müsst ihr schauen, dass die diese Nutz nicht nehmen, die noch mehr live drainen. Sonst habt ihr dann plötzlich einfach keine Lebensregeneration mehr oder sogar ein Minus. Das ist dann auch nicht so gut. Wieso ist der so schwach? Das ist nicht schlecht, nicht gut gerollt. Und das ist einer mit Lightning Damage, Minion Damage, ja. So, also, da haben wir noch die Rüstung, die ich auch noch gefunden habe. Die anderen habt ihr eigentlich während dem Let's Play und so kennengelernt. Ah ja, genau, noch der Ashen Crown. Das ist eigentlich sehr nett, weil Elemental Nova nur Feuer auf Target ist. Oder könnt ihr ein Blitz oder ein Eis Nova auf Target Location, also beim Gegner, Ding nicht um uns herum. Um die Spielercharakter herum. Gut, Glancing Blow ist eigentlich sehr gut. Enrage ist eigentlich auch sehr gut. Ich nehme Enrage, weil, ja, zum Zeigen ist es natürlich nicht so spannend. Glancing Blow, das ist immer halber Schaden. Ja, ich merke, ich bin sehr erholt, also ich kann es sicher wieder sehr gut Folgen bringen. Eben nicht wundern, wenn ich halt nicht jeden Tag Parts hochladen kann. Beziehungsweise einen Charakter auch immer zeigen kann oder will. Ich zeige euch einfach wirklich Abschnitte vom Spielen, weil ich sehr viel spiele. Einfach um mich ein bisschen zu besänftigen, vom Stress runterzukommen. Also es tut mir sehr den Stress wegnehmen, dieses Spiel. Es macht gar keinen Stress für mich. Also ein bisschen noch. Aber das ist ja normal. Das hat jeder normal gesunde Mensch auch ein bisschen Stress bei seinen Games oder so. Weil das Spiel jetzt gerade ein bisschen fordert. Und eben das Adrenalin. Je nachdem, was es für ein Spiel ist, geht das Adrenalin hoch. Ich habe gemerkt, bei Crew 2, das ist ein Rennspiel, da geht der Adrenalin sehr hoch. Also da habe ich ein bisschen Probleme, mich da richtig, ja, down zu halten, locker zu halten. Das ist einfach eine Krankheit, die echt, ja, sie wäre ja gut, wenn das Cortison auch richtig wirken würde. Ich kann meine Tabletten wirklich gut und erweitert holen. Ich kann ja auch tablettensüchtig sein, aber es bringt mir nichts. Oder? Es macht das zwar, dass du vielleicht dich ein bisschen besser fühlst, wenn du dich schneller heilst oder so, weil ja Cortison eigentlich so für die Heilung zuständig ist vom Körper. Ich weiß jetzt nicht genau, also sorry, wenn ich etwas falsch sage, dann schreibt es bitte in die Kommentare, aber Cortison ist sozusagen so etwas, was man ja auch einflößt, wenn man irgendwelche Probleme hat mit dem Herzen, mit der Lunge oder so, weil das jetzt einfach irgendwie die Heilung stärkt. Also ja, dass vielleicht nicht Wunden geheilt werden schneller, vielleicht ja nur begrenzt, weil ja
das einfach diesen Ruf rauf macht, oder? Und ich mache übrigens die Gebiete komplett jetzt momentan, weil ich auf Items farm. Also ja, ich werde jetzt... Das Gebiet ist ein bisschen groß. Nein, ich werde jetzt mal weiter rushen. Genau. Also, und da hast du dann einfach das Gefühl, du kannst nicht genau das machen, was andere Leute locker machen können. Du bist einfach irgendwie krank. Aber du fühlst dich nicht krank. Du bist ziemlich einfach gehandicapt. Du hast ein Handicap, du hast wie ein erweitertes Leben. Dein Leben macht dir plötzlich Spaß, weil du mehr erlebst im Leben. Die Spiele haben für dich einen viel tolleren Einfluss. Die machen dich nicht langweilig, weil du bist einfach gekickt. Also es wird dich kicken. Die Spiele werden dir einfach Spaß machen. Sie werden im Kopf wie eine Droge einfach motivieren. Und genau das bringe ich schon seit 11 Jahren eigentlich rüber. Früher noch mit meinen GTA San Andreas Roleplay-Aufnahmen ohne Reden. Dann wurde ja mein Account gehackt 2009. Seit 4. April 2009 habe ich ja diesen Kanal, der übrigens Draco Basler als Kanal heißt. Ich habe ja den Namen also einfach dann später, als es ging, dann erkannte den Drago Basler. Weil Draco ist ja lateinisch. Also Draco ist der Drache im Lateinischen. Oder Draken. Und oder Drakon. Irgendwie so etwas. Aber auf jeden Fall, ja, habe ich dann einfach Drago genommen aus Deutsch oder aus Englisch. Dragon, Drago. Gestern habe ich übrigens einen Dragon-Killer kennengelernt. War nice, ein bisschen Scherze zu machen. Oh nein, jetzt habe ich Angst vor ihm und so. Ich habe nämlich in meinem Leben kaum Angst. Das ist genau so etwas, was mich auch so ein bisschen beschäftigt. Ja, es ist einfach so. Weißt du, wenn du krank bist, dann ist es ganz anders. Leute fürchten sich vor Krankheiten und so, und wenn du krank bist, dann hast du das einfach. Und fürchtest du dich gar nicht. Muss das echt sein? Muss das echt sein, diese doofen, overpowerten Gegner wieder? Und noch Blitze, weißt du, ich habe jetzt extra Shotgun Heat genommen. Und das sind Blitze. Nein, das ist nicht so. Also, wir rushen wieder durch, das ist nicht. Also, was ich eigentlich ja auch will, das ist einfach mich ein bisschen wahrgenommen wird, dass die Leute ein bisschen... ja, auch ein bisschen sich die Sachen wünschen, weil bei mir ist eigentlich ziemlich vieles okay im Leben. Nur der Erfolg nicht. Und Erfolg, das ist wirklich nichts, was fair ist. Du kannst Erfolg haben mit deinem blödsten und lächerlichsten Zeugs, oder? Du kannst keinen Erfolg haben mit dem schwierigsten Zeug, mit dem größten Handicap. Und genau das ist etwas, was im Leben einfach nicht fair ist. Oder? Zum Beispiel der Trump, Donald Trump, sorry, dass ich jetzt den nehme, aber viele reden halt über diesen Mann, Menschen. Der kann einfach alles machen, der hat einfach den Erfolg vor sich. Der hat die Republikaner vor sich und hat einfach die dummen Amerikaner hoffentlich jetzt mal, nur die dummen. Also, es gibt viele gescheitene Amerikaner natürlich auch. Aber einfach die Leute folgen ihn einfach blind. Und das ist etwas, also den braucht keiner auf der Welt. Er macht einfach alles auch noch negativer. Er macht das Leben auch noch ein bisschen schlimmer. Genau das ist es ja. Ganz Europa hasst ihn eigentlich sozusagen. Oder ja, die meisten. Es geht ja so auch super. Also, ja, Gönner und so Sachen ihm. Aber genau das ist so etwas, das. Ja, Menschen, die einem im Weg sind und so, die braucht man eigentlich nicht. Die machen ja einfach, die legen Steine in den Weg. Jetzt weiß ich nicht, was weiter ging hier, das passiere ich mal. Und da unten ist der zweite, den habe ich gar nicht gesehen. Ah, okay. Und, ja. Ebenso, durch Leute wie Trump gibt es dann halt einfach Krieg. Also jetzt momentan, ich bin nicht auf der, bei der Sache, aber ich glaube China und, also China, eher im Deutschen natürlich, in der Schweiz nur mit China, ist natürlich im Zwist mit Amerika. Und Amerika ist Zwist mit China. Und ja,
gibt so viele Aussprachearten von China, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, was ihr so sagt. Das ist einfach so, ja, diese Kultur, also die Sprachkultur. Und genau, das ist es ja, oder? Kulturen müssen dann manchmal ein bisschen zwisten. Da braucht es ein bisschen Clinch. Das ist normal. Da müsst ihr nicht euch so Gedanken machen. Oh, ja. Heel. Dringendst Heel nehmen. Genau. Und im Livestream habe ich da auch immer so ein bisschen Diskussion mit den Leuten, die zuschauen. Könnt ihr ja mal dabei sein, auch wenn euch das Spiel jetzt nicht so interessiert oder so weiter. Ist natürlich bei mir ein bisschen anders als bei den großen Livestreams. Die machen natürlich immer noch auf extremste Unterhaltung und mega Wow-Effekt und so. Oh, das Spiel ist so super und alles Mögliche. Ich bin ja auch einer, der ein bisschen negative Sachen über das Spiel zeigt oder so, was noch verbessert werden kann. Nur so werden natürlich Spiele besser und man liebt sie ja trotzdem, obwohl sie eben auch sehr nervig manchmal sind, dass der Damage manchmal zu hoch ist oder eben so extrem defensiv sein muss wie dieser Bild. Genau. Und die Freiheit dann schmälert. Und genau das bringen eigentlich die großen Livestreamer immer nicht mit. Freiheit. Und das mache ich in meinen Livestreams. Ich lasse die Leute wünschen, was ich gerade spiele. Ich tue sie ihnen einen Server oder so zeigen. Ist eigentlich sehr gut. Das kann ich eigentlich gebrauchen für mein Bild. Dass wir einfach zwar mit wenigen Leuten, aber einfach etwas Cooles machen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dabei sein, ihr könnt wünschen, was wir machen, was wir spielen. Und ja, dann werden wir mal schauen, dass vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr geht, also dass ich jeden Tag mehrere Stunden leiste. Gestern übrigens 6 Stunden. Und ja, einfach von GTA. Gestern hatte ich nur GTA, weil die Leute dabei waren und da kann ich natürlich nur GTA bringen, wenn die Leute nur GTA sehen wollen. Aber eben, wenn ihr kommt und irgendwas wollt, dann kann ich das natürlich ändern. Ich bin völlig frei mit hundertprozentigem interaktivem Gameplay und Zusammenspiel. So, ich habe einfach gemerkt, jetzt im Sommer ist wieder eigentlich wenig los. Im Frühling war ja wegen Corona-Lockdown eigentlich sehr viel los bei mir. Also, sehr viel nicht, aber einfach mehr los. Und das ist ja jetzt halt wieder weg, weil ich nicht so viel Werbung mache. Schade, 5 Strange bringt ja nicht so viel. Der Damage eher von der Waffe kommt als von Stärke. Denke ich jetzt mal. Schön, haben wir da ein paar richtig gute Levels gehabt, die auch ein bisschen anspruchsvoll waren von Siege Golems und so. Den Effekten. Map-Mods. Aber wir können jetzt noch eine weitere Map machen. Einfach wahrscheinlich nicht fertig. In 7 Minuten, ja, 6 Minuten 30 kann ich das jetzt nicht so machen. So Poison-Dings brauche ich nicht. Ja, und dann hoffe ich, dass ich einfach jetzt wieder ein bisschen näher dranbleiben kann hier auf YouTube. Und ja, die Hitze nicht allzu unerträglich ist. Das ist Wahnsinn, wie. Also in Basel ist wahrscheinlich Höchstwert von Deutschland, Schweiz und Ding im Moment. Also das ist einfach wegen dem Atlantikstrom so. Das ist ein Wind, das ist ein Hochdruckgebiet, weiß auch nicht genau, wie man den nennt. Das bei uns immer im Sommer oder so, auch im Winter eigentlich relativ wärmer macht, das in den umliegenden Landen. Auch im Süden bis nach ja, fast an die ans Mittelmeer. Ja, das ist doof. Das nehmen wir doch her. Sonst hätte ich auch reloaden können. Also ich fühle mich momentan eigentlich gut. Also ich habe jetzt wirklich gar keinen Stress durch die Krankheit. Also Stressabbau ist eigentlich auch ziemlich gut. Da kann ich sicher mehr Folgen bringen. Ist aber abhängig, sag's, wenn ich in einer Folge nicht so fit bin. Dass ihr nicht euch wundert, wieso ich nicht so gut Let's Playen kann. Im Livestream ist eigentlich immer ziemlich locker. Gestern waren aber auf dem Server manchmal ein paar Lags und ja, ein Spieler brauchte meine Hilfe immer wieder. Da ist natürlich klar, dass man jetzt nicht immer so unten sein kann.
Genau, Stack. Das wollte ich nehmen, das wollte ich schon früher nehmen, aber ich war jetzt, glaube ich, erst hoch oben. Ganz oben. Das ist ein bisschen doof, dass hier so viele Gegner sind. Schauen wir mal, konzentrieren auf die, die schnellere Angriffe haben. Weil starke Angriffe kann man eigentlich immer relativ gut ausweichen, wenn man schnelle Attack Speed hat und so. So, alles locker. Also ihr seht, also der Bild ist mega gut. Aber optimal ist er nicht. Da gibt es sicher ein Tutorial oder so irgendwo, ein Videotutorial meistens, wo der Bild natürlich noch besser wird. Aber ich mache ihn blind. Ich weiß nicht, wie man ihn sonst noch skillen sollte. Ich habe ihn jetzt einfach mal so optimal für mich wie möglich geskillt. Manche Punkte kann man da wirklich noch wegmachen oder noch mehr dazu skillen. Ich werde wahrscheinlich jetzt ein bisschen Glancing Blow skillen dazu. Da braucht man einfach 100% gegen Schluss. Ja, und ihr seht, Pullen und so ist auch dabei. Die Gegner werden gepullt, wenn ich lande vom Leap Slam. Und das hilft auch, weil die Attacken werden unterbrochen. Ich mache mir mal Bug. Das ist gar nicht so schlimm, aber in der Kampagne, doch, es ist auch schlimm. Aber schön in der Mauer herumlaufen. Ist für mich eben interessant, weil ich sehr interessiert bin an Bugs und so. Das ist einfach mein Leben früher gewesen als Beta-Tester. Ich habe sehr vielen deutschen Publisher für MMORPGs und so geholfen. Und für viele Serveranbieter, für Roleplay-Server von GTA San Andreas und später dann GTA 5 und so. Ja, war ein schönes, cooles Hobby-Arbeitszeug. Und ja, jetzt haben wir noch kurz ein bisschen Zeit, noch ein bisschen zu reden. Eben, jetzt kommt, denke ich mal, irgendwann bald, so Ende August, Anfang September, denke ich mal, wieder dann der neue Patch 0.7.9. Und dort werde ich dann sicher auch viel mehr wieder bringen. Ich freue mich aber, dass das Let's Play eigentlich immer gut Aufrufe generiert. Weil ich es eigentlich nicht. Also ich bin der relativ einzige deutsche Last Epoch Videomacher. Ich werde nachher mal schauen, wie viele überhaupt Leute Last Epoch auf Deutsch machen. Irgendwas wie deutsche Videos über Last Epoch machen. Aber ich glaube, ich bin relativ der einzige, der durchgehend Videos macht vor allem. Und ja, vielleicht könnt ihr ja auch vielleicht ein bisschen mehr machen. Ich verlange es nicht. Ich rede eigentlich auch gar nicht gerne darüber, dass ihr irgendwas machen solltet oder so. Aber wenn ihr wollt, unterstützen, ja, macht am besten bei den Livestreams mit, kommentiert dort, schreibt hier Kommentare. Andere Sachen wie Likes oder Abos und so Sachen brauche ich nicht. Also muss ich nicht zeigen euch, oder das könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. Das ist eure freie Entscheidung, genauso wie ihr auch entscheiden könnt, ob ihr mir zuschauen könnt oder ob die Kommentare schreibt oder so. Das ist ganz völlig, ich bin eben interaktiv. Ja, das hast du auch wieder gesagt, oder? Jetzt schaue ich, also manchmal kann ich halt auch vielleicht ein bisschen nervig sein, wenn ich zu schnell rede oder zu denken. Da hat mir auch einer gesagt im Livestream, dass ich manchmal ein bisschen zu sehr vertieft im Reden bin und weniger im Game vertieft bin oder so. Das liegt einfach an meiner Krankheit, also deshalb brauche ich auch eure Unterstützung beim Sagen. Wenn euch etwas stört, dann schreibt's bitte, gell? Kritik ist wichtig. Kritik ist zwar nicht für jedermann immer so toll, aber für mich ist es schon toll. Dann kann ich auch mich auch weiter Ding, oder? Mit meinen Handicaps habe ich es gerne, wenn ich mir ein bisschen geholfen wird, auch negativ. Oder dass gefeedbackt wird, oh, da machst du nicht gut und so Sachen. Das ist klar. Also ich habe überhaupt nichts Schwieriges daran, dass ich Fehler mache. Ich mache gerne Fehler. Also, ich muss einfach Fehler machen durch Krankheiten. Das ist einfach so. Und je besser ich das weiß von euch Leuten, was ich für Fehler mache und so, desto besser geht es mir auch, oder? Also, weniger Fehler mache ich ja auch. Aber wenn man eine Krankheit hat, die einfach einem das richtige Professionelle ein bisschen wegmacht, ist natürlich auch nicht so toll, dann einfach da selber sich
sich drum zu kümmern müssen oder es einfach nicht merken können. Ist halt so. Wenn die Menschen nur heilen könnten. Also es gibt viele Krankheiten, die geheilt werden können. Aber ich meine einfach so richtig schwierige Krankheiten und so. Die sind natürlich noch nicht heilbar. Forscher können ja auch nicht viel zu schwierige Krankheiten einfach heilen. Die können es dann, wenn sie es wissen, wie es geht. Genau. Und so ist das Leben auch. Der Mensch ist also viel zu konzentriert auf den Erfolg oder einfach auf, dass es ihnen gut geht. Dabei geht es den Menschen wirklich nicht gut. Ich sehe es immer an ihren Menschen besser als vielleicht normale Menschen, weil ich einfach auch ein besseres Einfühlergebnis habe. Ich schaue viele Streamer und Let's Player immer wieder kurz, also ich kann nicht so lange immer Videos durchgehend schauen, weil sie immer 30 Minuten oder so gehen und Livestreams sowieso nicht durchgehen, aber ich sehe, viele haben Probleme, nur die Menschen sehen gar nicht, wie viele Probleme die Leute haben. Das ist einfach so. Da kann man nichts machen, aber jeder Mensch ist natürlich auch selber auch ein bisschen verantwortlich, wie gut es ihm geht. Und deshalb gibt es dann auch immer Greed. Das wollen natürlich alle Leute auch Arschlöcher sein. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber das ist einfach wahr, weil der Mensch muss auch auf andere Acht geben. So, jetzt haben wir wirklich schön auch ein bisschen länger gespielt. Wir müssen ja nicht alles zuhören und schauen. Ich mache sie auch nicht, weil ich so wenig Zeit habe, so viel an einem Tag erledigen muss und will. Deshalb ist mir auch so wichtig, dass ich Livestream kann, Let's Plays machen kann, weil das ist nicht nötig. Aber es zeigt ja auch, dass man auch etwas Spaß an Hobbys hat und die Zeit auch ein bisschen in Hobbys investiert. Gut, und nicht depris sein, nicht zu viel die negativen Sachen wirklich einfühlsam zeigen lassen im Gehirn, sondern daraus lernen, es besser machen und anderen Leuten auch helfen, die Probleme verursachen. Die haben das auch irgendwie verdient, die Sachen nicht mehr machen zu müssen. Viele sind halt jobabhängig, ob sie Sachen kaputt machen, wie Landschaft, Natur und so Sachen, oder eben Arschlöcher sind. Tut mir leid für die Aussprachen, aber das ist genau das, was ich sagen möchte. Und ich kann es sensibel, sanfter zu machen. Gut, dann also 11.11 Uhr, schöner Band-Ding-Zeitpunkt. Bis zum nächsten Part oder auf twitch.tv/dragowasser. Die Livestreams immer so ungefähr 14 oder 16 Uhr bis in die späte Nacht. Dankeschön und tschüss. Ja, ich bin morgen aktiv mit Sport. Tschüss.